So, und damit herzlich willkommen hier zurück zu Folge 20 des Roadtrips The Crew, also des The Crew Roadtrip. Und damit so ein kleines Jubiläum. Und zu diesem kleinen Jubiläum fahren wir dann gleich hier mal noch das Rennen 5 Tents. Mal gucken, vielleicht will ja diesmal ein Schnellkoop mitfahren. Nö, keiner hat Lust, okay. Dann fahren wir einzeln, ne? Die Five Tens sind zurück. Falls ihr wieder rein wollt, müsst ihr euch bewähren. Fahren wir! Gib alles, Alex. Du musst die Jungs schlagen. Bleiben wir. In den Sümpfen schlägt uns niemand. Wow. Außer höchstens wir uns selbst, wenn sie ein bisschen weit raustragen lassen. So, der Barrett klebt uns dann doch ganz schön am Arsch. So. Was war das für ein Geräusch? War das so eins dieser komischen Florida-Boote, da wo die durch das Bayou durchjackern? Scheiße. Hol sie dir! Das war natürlich jetzt mehr als Scheiße. Und da sind wir wieder an Barrett vorbei. Guter Junge, zeig ihm, wer der Boss ist. Jetzt keine Fehler mehr machen. Wow! Sag's noch und mach's dann. Du musst anbleiben. So geil, das altes Wasserflugzeug. So einer Maschine würde ich mal gerne mal mitfliegen. Halt die Führung, Alex! Also wie ich gesagt habe, von denen kann es keiner aufhalten, nur meine Feder. Kann mich aufhalten. Oder können mich aufhalten. Verdammt, da hätte ich keinen abkürzen ohne Ende. Über den Steg. Also auf Silber schließen wir es wahrscheinlich schon noch ab. Leg den Zahn zu, du bist fast da. Wie nicht? Zielgerade? Mit Gold abgeschlossen. Alter, das war klasse. So sollte es sein. Es geht nicht um Cam oder um mich.
510, Bruder. Sag's weiter. 510. Gute Arbeit mit Coburn, Alex. Wir kommen näher. Unbedingt. Hast du was über Cam? Ja. Eine FBI-Akte, in der steht, das Schiff bei einem Revierkampf auf Cams Frau geschossen hat. Sie ist tot. Mist. Ja. Seitdem hat Cam sein Leben der Jagd auf Schiff und die Five Tens gewidmet. Er hat ihnen die Südstaaten abgenommen, aber er will noch mehr. Also er ist also ähnlich getrieben wie wir. Mal schauen, was jetzt hier als nächstes war. Tiefschlag auf den Körper oder Runde 2. Nehmen wir doch mal auf den Körper, das klingt doch gar nicht so schlecht. Naja, dann lösen wir jetzt zuerst mal das hier. Die Linie da eng geworden. Verdammt. Boah, gerade noch so Gold geholt. Wie gut. Nein. Irgendwas eingebaut? Verdammt. Setzen wir jetzt mal in den Wegpunkt. Das sind 11 Meilen. Geht es rauf nach Richtung Amarillo? Da waren wir schon mal bei unserer Rundreise. Also so aus dieser Sumpflandschaft um New Orleans rum und doch nochmal komplett weg. Da unten ist noch Sebring, der International Raceway, wo auch das 12-Stunden-Rennen jedes Jahr stattfindet. Ich glaube, das müsste demnächst ja schon wieder sein. Oder war es sogar schon? Seitdem wir keine LMP1 mehr starten, habe ich da gar nicht mehr so viel von mitbekommen. Das ist ein bisschen mein Problem. Noch andere Rennstrecken hier? Wenn ihr bei Sebring wollt, würde ich jetzt eigentlich gerne noch so eine Runde drehen. Wo wir jetzt nämlich ganz hier rauf donnern. Hätten wir hier noch ein bisschen was in Dallas zu tun. New Orleans ist nichts mehr. Außer die PvP-Lobby. Story-Modus. Was für Missionen haben wir denn da jetzt? Tiefschlag auf den Körper, Runde 2. Das sind die Unerledigten. Das sind die ganzen Erledigten. Schmutziges Geld. Wann haben wir das gemacht? Doch, da, getestet haben wir. Abgeschlossen. Nur nicht mit Gold. Okay. Naja.
Dann würde ich sagen, machen wir jetzt noch eine kleine Schnellreise Richtung Sebring. Und dann haben wir noch so ein paar Runden über diesen legendären Sprungtest. Dann total versagt. Naja. An alle Einheiten. Sie hören, dass ein gefährlicher Fahrer in Ihrem Bereich ist. Alles klar. So, hier durch das Pförtnerhäuschen und jetzt. Ja, die sind da draußen. Ah, die Flaggen, aus welchem Land die Gewinnerteams kamen. Das sieht man in den verschiedenen Jahren. Ja, Audi hat ganz viel gewonnen. Bis einschließlich 2013, wo es ja auch der erste Lauf zur Langstrecken-Weltmeisterschaft war. Zeitgleich mit einem Lauf der American Le Mans Series, die ja dann zusammenschmolz mit der Grand Am Series zur United Sports Car Series, oder wie das jetzt heißt. Und in dieser sind LMP1 verboten und seitdem ist Sebring, die 12 Stunden von Sebring, aber auch kein Langstrecken-WM-Lauf mehr und deswegen bleiben die LMP1 fern und da habe ich so ein bisschen den Überblick verloren. Ich lese zwar eigentlich jedes Jahr die News auf Motorsport Total und das ist auch, wie die Webseiten heißen. Aber ich merke es mir irgendwie nicht mehr, weil mich die Rennserie nicht so sehr interessiert. Dafür ist die Langstrecken wie immer mit dem 6-Stunden-Rennen in Austin zu Gast, in den USA. Das ist auch ein geiles Rennen. Schauen, ob wir jetzt hier wenigstens noch. Ah, holen wir gleich mal ein Performance-Fahrzeug. Ja, gewinnen wir mal gar nichts, okay. Ich will doch. Ja, das darf ich öffnen. Mobile Garage. Da holen wir jetzt unseren Performance-Fokus. Silber ist doch gut. Sollen wir uns gleich wieder anhalten? So, ich habe nämlich vor, jetzt nochmal diese ganzen Sachen hier zu machen. Jetzt
ein Performance-Fahrzeug. Der bricht nicht ganz so weit aus. Der ist ein bisschen spurtreuer. Müssen wir nur früher bremsen, weil wir schneller sind. Fällt mir gerade auf. Also. Nochmal. Das ist nämlich wieder nichts. Nö. Oder doch. Sind wir mal nicht so. Öffnen die. Können wir die fahren? Runde 2? Ja. Die Mission haben wir eh zu erledigen. Also. Nehmen wir es doch einfach mal an. Jemand zu zeigen, wer hier der Herr im Hause ist. Du schlägst Wellen, Alex. Hier sind viele Jungs, die sich noch an die Zeiten vor Cam erinnern. Es funktioniert. Was hast du zu bieten? Den nächsten Schritt. Noch ein alter Rekord von Cam will geschlagen werden. Ich schätze, du schaffst sicher noch einen von Cams Langzeitrekorden. Pass auf, denn der hier ist wirklich schnell. Wirklich schnell kann ich. Guter Junge. Wenn du den Thron besteigen willst, musst du es beweisen. Enge Kurven und PS, Alex. Tritt drauf! Oh ja, der fährt ein Salin. Da habe ich keine Chance. Es sei denn, der donnert... Ach. Das ist wirklich manchmal das Spiel hier so ein bisschen Probleme. Nehmen wir den gegen Salin, habe ich eigentlich keine Chance. Seit denn der donnert so wie eben die ganze Zeit hier. Gegen Salin habe ich wirklich keine Chance. Der Junge kann nicht fahren. Was saut mir damit dann natürlich auch meine Runde? Hab's gewusst, ich hätte die Einladung sollen annehmen. Oh, lauter nach ihm gucken. Nicht drauf geachtet, wo es hier reingeht. Naja. Geben wir es auf. Da ist eh nicht mehr viel zu melden. Drücken wir so aus. Auf geraden Gas geben kann er. Ich dachte, aber da geht's früher rein. Wollte gerade noch so groß kurz sagen, geraden fahren kann er. Alles andere. Okay. Ja, also auf Dauer hatten wir gegen Salin eh keine Chance. Das ist einfach ein Fahrzeug, das deutlich schneller ist wie unser Focus. Aber immerhin. Mann, Junge, das war schnell. Wirklich, wirklich schnell.
Sei doch nicht so überrascht, Chica. Hey, da bist du ja, Alex. Das muss Cam erstmal schaffen. Gute Arbeit. Ich bin der neue Crewleiter? Kleiner, du wirst langsam nervig. Mach ich immer wieder gerne. Irgendwas sagt mir, du magst es eher oldschool. Also ein Vorschlag. Ein Rennen, du und ich. Sieger bleibt, Verlierer räumt das Feld. Sag mir nur wo. Crew verlassen. So. Tiefschlag auf den Körper. Ah, da oben ist der Rallye-Tuner. So, das haben wir jetzt hier noch an Missionen. Tiefschlag oder auf den Körper? Beides bin ich jetzt. Oh doch. Oh nein, bin ich nicht weit weg. Das sind ja jetzt keine Meilen wohl das. Ich glaube, so groß ist die Karte gar nicht. Brauchen wir einen Straßenfokus? Fahren wir einzeln, das geht jetzt schneller. Wir haben nämlich nicht mehr allzu viel Zeit, da muss ich mit dem Stream hier aufhören. Bis heute Nacht irgendwann. Alex, Cam hat gelogen. Die Cops kommen. Verschwinde da. Wer ist da? Später, gib Gas. Häng die Cops ab, Alex. Aber woher? Später, häng sie ab. Fuck, das war's. Zentrale, der Verdächtige wartet auf seinen Abtransport. Nochmal. Blöd war das denn jetzt? Häng die Cops ab, Alex. Aber woher? Später, häng sie ab. Hast du das gehört? Ja, wer immer das war. Es war nicht Koga. Hast du ihn zurückverfolgt? Hab's versucht, aber das Signal wird umgeleitet. Verdammt, das beobachtet mich hier noch so ein Heli. Er ist zur Pforte, ein paar technische Probleme, Zentrale. Wir können nicht mehr lange oben bleiben. Tschüss, Lars. Die Straßen sind jetzt abgeriegelt. Clan 4, alle zuhören. Einheiten haben die Straßen vor dem Ziel gesperrt. Die Karte groß schalten. Also doof wie es klingt, ich muss jetzt hier aus der Stadt mal raus, weil in der Stadt hänge ich sie gar nicht ab, da bin ich richtig schlecht drin. Scheiße. Roger. Das war laut und deutlich. Der Support hat weiterhin gute Sicht auf das Ziel. Alles verstanden. Ich versuche ihn aufzubrechen.
Na, das ist auch die verkackte Heli nochmal. Boah, Mann. Geschafft. 2, 1. Verdammt. Die Verfolgung ist gelaufen. So, das Silber, das war also gar nicht so schlecht, was wir jetzt hier abgeliefert haben. Sind kurz davor, Level 36 zu erreichen und. Immer noch ein freier Mann. So ziemlich. Also, wer bist du? Das bleibt geheim. Ich beobachte dich. So, der Historic District von Dallas. Was wird jetzt noch als Mission anstehen? Auf den Körper. Wenn ich jetzt auf die Uhr gucke, haben wir aber eigentlich... Da fahren wir jetzt einfach noch hin. Und suchen noch ganz kurz das Auto hier. Ich werde doch noch hier an diesen scheiß Wagen kommen. Irgendwo ein Ort, wo ich auf die Gleise komme. Ich denke nämlich von dort kommen wir hin. Da vorne, da müssten wir hinkommen. Was doch? Der Dallas Government District sind wir jetzt. Und dann fahren wir in dieser Folge jetzt noch zum zu diesem Missionspunkt. Dort beenden wir dann die Jubiläumsfolge 20. Und damit dann auch hier den Livestream. Ich sag schon mal danke, dass ihr dabei wart und für die, die es jetzt dann auf YouTube irgendwann mal sehen werden, wenn es euch gefallen hat, gebt mir einen Daumen hoch und abonniert den Kanal. Und für alle, die es auf Twitch gesehen haben und ihr denkt, ja, den Stream können wir mal öfter schauen, müsst ihr einfach folgen. Wie gesagt, heute Nacht, weiß jetzt nicht, wann ich denn wann und ob überhaupt, wird er wahrscheinlich ein bisschen tüfteln müssen, bis das funktioniert. Dann werde ich hier Phantasmagoria 2 streamen. Das mein Let's Play Retro Teil. Ja, mindestens mal eine halbe Stunde, Teil 6. Na, vielleicht noch so eine halbe Stündchen Fahrenheit. Weiß ich noch nicht.
Mal schauen. Bringen wir das Ganze jetzt hier mal. Was haben wir jetzt hier für eine Mission? Tempo-Test? Ja, probieren wir es doch einfach mal aus. Bronze haben wir damit erreicht. Silber dürften wir auch noch erreichen. Ja, Gold wird es nicht mehr reichen. Nee. Das ist nicht so ultra schlimm. Und wir haben noch 2,8 Meilen nur noch, bis wir dort sind. Also verabschiedet habe ich mich. Oh, noch ein Auto. In der Scheune? Hat scheinbar gereicht. Haben wir entdeckt. Sitzt gerade in Groom. Okay. Also wirklich ein ganz altes Industriestädtchen auf dem Land zu sein. Alex, wie ist Miami? Voller Ratten und so? Omar, was brauchst du diesmal? Ich bin beleidigt. Ich habe hier etwas für dich. Der Typ, auf den du scharf bist, Cam. Willst du wissen, wie er seine Kohle macht? Sicher. Dann fahr zur Position auf dem GPS. Okay. Also es ist uns schon ein bisschen angeteasert, was uns also in der nächsten Folge erwartet. Ich weiß jetzt nicht genau, wann ich das nächste Mal The Crew weiter streamen werde. Jetzt los. Was lädt er doch jetzt gerade? Okay. Naja, wie gesagt, wir sind zumindest mal dort angekommen. 11 FM. Weiß jetzt gerade überhaupt nicht, was los ist. Naja, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Euer Replika 666.